Ausstiegsdatum noch nicht festgelegt. Die Kohlekommission hat laut Medienberichten einen ersten Berichtsentwurf veröffentlicht. Wann das erste Kohlekraftwerk vom Netz gehen soll, bleibt dabei noch offen. In dem Bericht empfiehlt die Kommission aber einen schrittweisen Ausstieg. Verbraucher sollen vor Strompreisanstiegen geschützt und Kraftwerksbetreiber entschädigt werden. Der finale Bericht soll am 1. Februar an die Bundesregierung gehen. Geld für Brandenburger Schulen. Das Land Brandenburg hat im letzten Jahr für 90 Schulen Förderbescheide genehmigt. Sie sollen die Medienbildung und die technische Ausstattung im Klassenraum sicherstellen. Die Summe beträgt dabei über 2,5 Millionen Euro. Das Geld stammt aus insgesamt 3 Förderprogrammen. Auch die Lausitzer Sportschule hat vom Geld profitiert. Klassik im großen Haus. Das Staatstheater lädt zum nächsten großen philharmonischen Konzert ein. Gespielt werden zum Beispiel Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Amerikaner Donato Cabrera übernimmt diesmal die Leitung und stellt sich gleichzeitig als Kandidat für das Amt des Chefdirigenten vor. Das Orchester spielt am Freitag um 20 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr.